Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore mit unserem Luke natürlich auch dabei. Hi, Gude. Und nicht unserem Eisbahn, sondern unserem Wiggle. Hallo, Wiggle. Hi. Ja, nach den letzten Folgen jetzt auch nicht nur im Intro angekündigt, auch mit dabei unser Wiggle. Ja, wir gehen auf den Server mal und suchen uns da mal irgendwie. Luke ist gerade mitten in der Pampa draußen. Letztens. Ich hoffe, es ist Tag und nicht Nacht. Oh, was denn? Ich bin noch nicht in der Pampa, ich bin in mein Haus zurückgegangen, also mein improvisiertes Haus. Und der Wiggle hat uns eigentlich gesucht. Ich glaube, du bist doch ziemlich im Wald gestartet und neben dir an diesen Berg, oder? Ich bin am Strand. Am Strand, okay. Ja, du okay. Bist bei mir gestartet, weil der Spawnpunkt ist mal. Der Spawnpunkt müsste jetzt gerade bei mir sein, weil ich ja. Ich bin ja gestorben vor zwei Folgen und. Um den gestorbenen Spieler wieder zurückzuholen in den Hardcore-Modus, muss man dann unter anderem auch den Spawnpunkt löschen. Deswegen wird er neu gesetzt. Und deswegen kann es sein, dass man beim Neuanstieg dann ganz woanders landet. Okay. Was ist meine Aufgabe, euch zu finden? Ja, du müsstest in meiner Nähe sein, irgendwie. Theoretisch. Das heißt, wir müssen beide jetzt irgendwie eigentlich einen ursprünglichen Spawnpunkt. Ja, ich weiß nicht, wie der ursprüngliche Spawnpunkt aussah. Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie so total unlogisch und unmöglich, sag ich jetzt. Gehen mal. Gehen wir einfach mal auf den Berg, gucken wir da, was es ist. Aber ich hol mir mal Essen. Ja, Schafe. Ja, der Eismann hat der ja alles geklaut. Das war ja sowas von krass. Aus Holz geklopft, super. Ja, und man kann auch jetzt sehen, ich habe, wir haben ja eine 3-Leben-Regel und jetzt sieht man auch die Tode von den Leuten rechts am Bildschirmrand. Wahrscheinlich bei jedem, gehe ich von aus. Ja, sieht man. Diejenigen, die schon gestorben sind. Ja, erstmal nicht, wir sind schon gestorben. Nur die, genau, nur die schon gestorben. Musst du die eigentlich manuell eingeben oder werden die jetzt automatisch dazu gezählt? Nee, ich musste den einen Tod von mir und von Eismann manuell eingeben, aber die anderen werden jetzt automatisch dazu gezählt. Ah, okay. Voll modern. Sollten zumindest. Das möchte ich jetzt nicht testen. So, ich überlege gerade jetzt, wie ich eigentlich. Ja, ich hatte das Problem, dass ich gar nie Eisen gefunden hatte irgendwie. Ihr findet alle Eisen, nicht gar nichts. Gib doch mal deine Koordinaten nochmal durch, damit ich versuchen kann, dich zu finden. Besten? Yes. Deine. Oder bist du ja erstmal Wegel vielleicht, damit ich weiß, was also, ist. Also, ich bin ja bei deinem Haus. Eigentlich zwischen meinem Haus und deinem Haus bin ich. Ja, ich da brauche ich die Koordinaten, weil ich habe. Okay, das sind die Koordinaten x 240 und 314. Ja, also, macht Sinn. Jetzt bin ich auch im Sumpf, oder? Also, nee, im Urwald ist hier. Wir sind ja neben dem Urwald, ne? Oder so ja, im Berg. Ich habe meine Behausung mitten in diesem abgeschnittenen Berg gemacht. Hm, ich weiß. Das finde ich übrigens ziemlich doof, weil die Server, die man mit den früheren, habe ich das schon mal erwähnt, die Server, die man mit den früheren Server-Ex machen konnte, die waren schöner irgendwie. Hier ist alles abgeschnitten irgendwie. Ja, das sieht irgendwie so komisch fehlerhaft aus. Ja, sieht nach Junk-Fehler sieht das aus. Ja, muss bestimmt noch korrigiert werden. Oder ist es einfach Zufall gewesen, keine Ahnung. Damit müssen wir jetzt aber leben. Wir müssen den Server so nehmen, wie er ist. Das ist so. Und da es ja eh ein Hardcore-Projekt ist, hat es ja alles ein Ende. Niemals. Irgendwann. Das war ein Versehen. Ja, also besser war eben der Eismann der ersten Folge gleich. Ja. Das sieht man schon noch so. Nie eingeführt, diese Regel. Ach, das ist ja. Wunderbar. Was ist was? Da ist die Leiter, die in dein Haus führt. Also. Aha. Ich bin ja dann am Korn sammeln, ich muss unbedingt Nahrung haben. Aber ich habe kein Eisen, das ist mein anderes Problem. Da ist mein Haus wieder. Oh. Home sweet home. Dein Haus auf dem Berg? Ja. Ja, wir sind in deine Koordinaten. Gehst du auch in Richtung der Koordinaten, die der Stefan eben genannt hat? Ja. Möglicherweise? Gut. Ja, geh ich. Konnte ich nur daran zweifeln. Moment mal, tut der Server sogar die Tage zählen? Ich sehe es gerade, dass hier steht Schwierigkeit 2.25 Day 2. Oh, weil wenn du die bei F3 die ja, genau.
Vielleicht. Dieses Loch weckt böse Erinnerungen wach. Oh oh. Ich hab mich gerade verlaufen. Ich versuche gerade, dass dieses zu finden, wo du geredet hast. Das irgendwie. Und bin dabei irgendwie ein bisschen abgelenkt. Okay. Ich glaub, Scheiße, was habe ich gesagt? 240, wie viel? 240 und 374 ist mein Haus. Ich bin voll gelaufen in die Pampa raus. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal ein Bett. Ich habe nur. Oh, okay, ich habe es gefunden wieder. Ja, am Bett, da müsste ich mal ein Schaf töten. Aber ich töte gerne nichts. Ja, cool, hat jetzt die Schafe wieder Tropfen, ne? Fleischtropfen. Ja, haben wir Fleisch. Richtig so. Ne, jetzt habe ich einen Inventar, willst du mich verarschen? Ghost realistic. Okay, ich werde mal Bruchstein wegwerfen und Zombie vielleicht brauche ich auch nicht. So. Hier oben wird kein Creeper mehr spawnen, den ich dann überraschen kann. Hey, cool, ich habe eine Mine gefunden. Oh, ich dachte, ich habe eine Mine gefunden. Oh ne, hier war schon jemand drin. Aber hier ist noch Kohle. Bestimmt Eismann. Kann gut sein. Oder ich. Aber wenn man die Rohstoffe liegen lässt, ist man selber schuld. Oh, mehr Kohle. Und der wird das ja nie sehen, was wir hier machen. Doch, wenn er die Videos schaut. Ja, ich weiß. Und uns dann wieder sehen. Eisen, Eisen! Endlich, ich habe Eisen gefunden. Und weißt du, wie ich sie gefunden habe? Oh, Kohle. Wie? Mit dem du geguckt hast? Mit dem, was ich Kohle abgebaut habe und dahinter vorkam. Oh. Das Eisen ist schüchtern. Naja. So, jetzt mal ganz eine andere Frage. Hat jemand von euch die Zeit gestoppt? Nein, nicht so wirklich. Aber so ungefähr. Ungefähr Zeitangabe habe ich hier. Weil mein Timer gibt an 11 Minuten, das kann aber nicht sein. Nee, bei mir stehen jetzt gerade. Audioaufnahme steht bei 8 Minuten 20 und die ist ungefähr genau gewesen. Das kann gut sein. Also haben wir noch sicher 7 Minuten rum. Noch mehr Eisen. Ja, sagen wir 8 Minuten. Ein bisschen früher gestartet. Würde ich. Angst vor der Nacht. Hat ich da ein Bett? Können wir schlafen? Ich bin mitten in der Höhle drin und hier ist ein Schaf. In der Höhle. Gut, die Leute wollen mich wahrscheinlich sowieso sterben sehen, also arbeite ich einfach in der Nacht. Super, ich höre einen Enderman. Boah, wo? Ich komm, wir machen ihn fertig. Es ist Nacht draußen, super. Und ich hocke hier in der. Scheiße, ich hocke hier in der Höhle drin. Ohne Licht und. Ach, scheiße, ey. Mutig. Ich werde jetzt auch mutig sein und wieder in mein Verderben laufen. Ich habe noch keinen Eiseneimer. Verdammt. Hey. Ich sehe schon, was mir wahrscheinlich passieren wird. Ich bin jetzt hier am Eisen abfarmen. Und dann kommt wahrscheinlich von hinten ein Monster. Und ich. Oh, scheiße, ich höre was. Kacke, ich höre echt was. Okay. Was macht Eisen. So? Das müsste ein Enderman sein, oder? Das ist komisch gut. Das sind wie Tauben. Ratten der Lüfte. Also im Fall des Endermans eine Ratte des Bodens. Ich mag das so nicht. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich baue das jetzt mal zu hier. Okay, ich versuche aus der Höhle rauszukommen. Ich nehme ein Schwert in die Hand. Versuche da mal rauszukommen. Oh. Woher kam ich denn eigentlich? Der Scherz. Also, woher kam ich? Du wegen Bette? Ja, ich befürchte, jetzt gerade, wenn ich jetzt hier rausgehe, weil hier um die Ecke ein Creeper kommt. Ja, ich sehe Zombie, Creeper, ich sehe alles. Nicht das böse Wort. Creeper. Ah! Ja, genau das meine ich. Ach so.
Ja. Der Creeper war mein erstes Todesurteil. Eismann auch, ne? Ja, stimmt sogar. Die haben es echt voll drauf, die Viecher. Die haben ja ziemlich viel Spreng. So, wo seid ihr? Ich versuch mich gerade bei Luke zu retten. Echt? Oh, oh, puh. Rein. Ich aufpassen. Geh lieber wieder rein. Hier drin ist sicherer. Hey. Oh. Also, ich meine, ein Zombie macht die Tür auf, oder was? Ich weiß auch nicht. Das ist einfach ein Geräusch, womit ich nicht gerechnet habe. Das reicht schon auf. Oh Mann, wieso hast du ja keinen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe genug Bruchsteine hier. Was machst du da? Ich muss ja zu mir rüberkommen. Was? Machst du da? Ach so. Ich mach eine Brücke zu mir. Das ist super. Ich finde, dass wir sollten das alles vernetzen, weil. Globalisierung ist voll in, habe ich gehört. Okay. So, und jetzt? Wieder in die Höhle und sterbe. Oder vielleicht. Hey, ich habe voll viel Eisen dabei. Ich hab ganze. Willst du mir 3 Eisen geben? Hey, ich bin voll Ego. Ich habe gar noch nichts gehabt bis jetzt. Ach so. Mein erstes Eisen. Ich ja verloren, Leute. Ja, siehst du, ich war in der Nacht in der Höhle drin. Das muss man nachmachen. Ja, ich mach das dann. Gleich auch, weil ich brauche Eisen, um hier was anzupflanzen. Genau. Eigentlich habe ich schon genug, ich kann schon was anpflanzen eigentlich. Genau, das war mein Problem eben auch, dass ich kein Eis hatte für Wasser zu bekommen. Mhm. Wessen riesen Getreidefarm ist das eigentlich da am Hang vom Berg? Wegel. Eismanns. Ach so. Ne, Wegel kann es ja nicht sein, der war ja letzten Jahr nicht dabei. Ja, ist doch egal, ich glaube, der schafft das trotzdem in der kurzen Zeit. Also, das ist gut möglich. Okay, wir sind Steine ausgegangen. Ich sehe jetzt schon, jetzt bin ich am Bauen. Und in einmal vergesse ich die Shift-Taste, drücke und falle runter. Sehr schlecht, dann wäre es ein erster Tod. Eventuell. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich in die Reichweite der Skelette komme. Wenn die nämlich jetzt von unten her anfangen zum Pfeffern, dann habe ich ein Problem. Also wirklich baut erst jetzt sein erstes Feld an, dementsprechend kann das nicht gewesen sein. Okay. Er ist schneller als ich. Immer noch dunkel. Ja, immer noch Nacht. Der Mond ist noch da. Ich glaube, ich bleib hier, ich suche euch nicht. Das ist okay. Der fehlt uns gar nicht, hast du mitgekriegt? Ja, er möchte lieber alleine. Ja, er will lieber der Einsiedler sein. Weißt du was, du kannst den eigenen Server aufmachen, ey. Nein, natürlich darfst du auch bei uns bleiben, wenn du willst. Okay, gut. Hey. So nicht. Wow, war ja klar. Kurz vor Ende ist natürlich der Stein zu Ende wieder. Hey Luke, was machst du da drüben? Ich mache ein Feld kaputt, was ich gerade hier gemacht habe. Jetzt mache ich mir kaputt. So. Mach ich mir richtige Felder. Da habe ich mal ein bisschen Licht gemacht. Das ist Licht dunkel gemacht. Boah, diese Laufanimation sieht ja voll krass aus, wenn man so einen schmalen Steg durchläuft. Episch. Ich habe eine Verbindung zu mir gemacht und zu Luke jetzt. So. Essen. Der will von Essen.
Deutsche mögen Brot. Ich höre einen Zombie, ich höre drei Zombies, ach du Scheiße. Ich liebe mein Haus. Nein, ich liebe mein Haus. Ich werde sie besiegen. Ich werde sie alle besiegen. Haha. Schau mich, wo du bist. Keine Chance. Und wehe, ihr macht mein Feld kaputt. Ja, du hast mein Feld kaputt gemacht, du Scheiß-Zombie. Jetzt schwimmt dein Wasser. Ja, aber nach meinen Berechnungen müsste jetzt die Folge trotzdem schon zu Ende sein. Ja. Wenn ich das überlebe, dann eine gute Folge gewesen. Genau. Ja. Der Morgen geht auch schon an. Puh. Würde ich mal sagen. Am Ende. Und genau. Mein Feld kaputt gemacht. Ja, super. Ja, würde ich sagen. Dann, ja, wir gehen raus, würde ich sagen, oder? Dann. Jo, wir können auch gleich hier einen Cut machen und gleich wieder fortsetzen. Wie ist das egal? Wir sind ja eh jetzt drin. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Wie gesagt, wenn ihr die Folge noch von einer anderen Perspektive sehen möchtet, falls ihr bei mir seid, dann könnt ihr bei unserem Team Boris Luke alias Luke Moss auch vorbeischauen in den Kommentaren, in Beschreibung verlinkt. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kommentiere nochmal 10.000 Mal, wie mein Kanal heißt bei dir. Genau, das ist auch sowas. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, tschüss. Bis neulich. Ciao.